Die Describe-Funktion kann jetzt aus vorhandenen Bildern Midjourney Prompts erstellen und liefert dir die absoluten Geheimnisse, wie Midjourney perfekte Prompts generiert. Du kannst also ein Bild hochladen und Midjourney gibt dir 4 Beispiele von einem perfekten Prompt für dieses Bild. Um Describe zu nutzen, musst du einfach ganz normal in den Prompt Describe eingeben. Dann kannst du es anklicken und kannst hier sofort ein Image hochladen und bestätigen das Ganze. Jetzt wird Describe ausgeführt. Und als Ergebnis erhältst du 4 Beschreibungen über dieses Bild. Und du siehst hier schon, was Midjourney das Ganze als Prompt erwartet. Was nehmen wir denn hier für ein Prompt und testen das Ganze mal? Das hier gefällt mir am besten und jetzt kann ich hier einfach auf die Nummer 2 draufklicken. Ich kann also hier gleich den Image Prompt weitergeben und ich könnte jetzt hier noch ein paar Anpassungen vornehmen, wenn mir irgendwas hier nicht gefällt. Machen wir mal einfach alles und dann senden wir das und gucken, was Midjourney daraus macht. Das Schöne ist, du kannst alle 4 Prompts jetzt miteinander kombinieren. Sagen wir mal, dir gefällt auch noch das Prompt, dann kannst du hier den 4. auch noch mal absenden und generieren lassen. So, als Ergebnis erhalten wir jetzt schon richtig, richtig geniale Porträts und man sieht deutlich, dass es teilweise besser ist als das Original und das finde ich mal richtig, richtig geil. Jetzt haben wir hier 2 verschiedene Stile, die hier vermischt wurden. Und diese Stile lassen sich jetzt natürlich miteinander kombinieren, indem du hier raussuchst, was diesen Stil hier zum Beispiel hervorbringt. Und das ist hier zum Beispiel dieses Dark Teal and Light Amber. Das können wir jetzt hier reinnehmen und nochmal den 2. Prompt hier generieren und am Ende einfach diesen Stil, den wir eben haben wollten, hinzufügen und das Ganze nochmal generieren lassen. Jetzt werden wir diese Prompt, der ja richtig, richtig geil war, mit diesem Dark Teal and Orange Stil kombinieren und jetzt können wir schauen, was dabei rumkommt. Jetzt haben wir mal einen richtig geilen Stil bekommen, den wir hier richtig gut umsetzen konnten und das Ganze nur, weil Midjourney hier eine super Beschreibung von 4 verschiedenen unterschiedlichen Prompts gegeben hat und wir uns die Sahnehäubchen aus diesen 4 unterschiedlichen Prompts in einen Prompt zusammengefasst haben. Was kann man damit noch machen? Du kannst beispielsweise so ein Originalfoto dir nehmen und hier das Ganze beschreiben lassen und dieses Foto dann von Midjourney nachstellen lassen. Lass uns das Gleiche doch mal testen. Wir gehen hier wieder Describe, laden das Foto hoch. Jetzt denkt Midjourney nochmal nach und liefert mir hier wieder 4 Prompts. Was wir jetzt direkt machen, ist hier das Image, die Bildadresse kopieren und hier in den 3. Prompt gleich die Adresse als Image Prompt reinsetzen, so dass es ja möglichst genau und altgetreu nachgestellt werden soll. Also ich finde das schon sehr faszinierend, denn wir haben jetzt einfach andere und neuere Versionen von dem gleichen Szenario in unseren neuen Bildern erzeugt und ich hätte sonst gar nicht gewusst, was ich da drin alles beschreiben soll. Und Midjourney hat mir eben diese Beschreibung abgenommen und hat hier die Beschreibung selbst generiert. Ich musste mir dann nur noch
eine aus vieren aussuchen oder eine Kombination aus vieren aussuchen, mein Originalbild noch reinposten und schon kann ich jetzt eine Serie dieser Bilder generieren. Und jetzt könnte ich ja wieder ein nächstes Originalbild hier zum Beispiel das nehmen und das gleiche nochmal durchführen. Du siehst, worauf ich hinaus will. Die Kette ist lang, in der du dich jetzt entlanghangeln kannst mit Description des neuen Bildes plus das Bild nochmal reinsetzen oder die Description des neuen Bildes plus das alte Bild nochmal als Referenz reinsetzen. Die Möglichkeiten sind ja schier unendlich. Einer der größten Vorteile der Describe-Funktion ist, dass du so viel über Prompts lernst. Ich habe mit ChatGPT viele solch erzeugte Prompts analysiert und die Struktur der analysierten Midjourney AI Prompts scheint folgendem Muster zu folgen. A photograph of subject doing something in setting during time of day, showcasing artistic style, color palette or visual reference, taken with type of camera and type of camera lens at resolution. If applicable, the image features elements of composition, texture, or depth, evokes emotional or cultural context, and draws inspiration from associated artists, celebrities, or artistic movements.